Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Ich nehme die 3, ihr wisst ja. So, folgendes. Ich habe jetzt das Mikrofon noch ein bisschen, beziehungsweise das Mikrofon ist jetzt ganz laut. Lauter kann ich es nicht stellen. Ich müsste dann die Mikrofonverstärkung im Windows, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen, aber dann hört sich das immer scheiße an. Jedenfalls habe ich jetzt praktisch das Spiel noch ein bisschen leiser gemacht, weil ich die letzte Aufnahme noch angeschaut habe, die ich ja, also wenn dieses Video erscheint, habe ich sie gestern aufgenommen. Nein, eigentlich nehme ich sie am gleichen Tag auf, aber die Folge, die so gesehen gestern rauskam, war der Ton noch etwas zu laut. Das heißt, ich müsste lauter sprechen, noch lauter, und dann würde ich vielleicht noch übersteuern. Und ja, ihr wisst ja, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich es ja erzählt. Ich bin aufs Headset-Mikrofon umgestiegen, weil das Studio-Mikrofon oder dieses Mikrofon nicht so toll ist. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie so ein Broadcaster-Mikro, wo halt rein speziell auf Stimme ausgelegt ist und nicht für alles Mögliche. Und ja, okay, dann machen wir jetzt mal weiter. In der letzten Folge haben wir hier mit dem blutigen Baron geredet und das ist jetzt gerade die Story von Ciri. Wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall nochmal angucken. Und der Wolfskönig. Wir fragen es jetzt mal nach. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Ja, dann werden wir wohl gegen den kämpfen müssen. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Kretka. Wölfe! Schnell, versteck dich! Hat die eigentlich auch Zeichen? Oder kann die keine Zeichen setzen? Die Geschichte der Wolfskönig. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ich weiß doch nicht, ob es was bringt, wenn wir die Wolfskadaver hier leeren räumen. Ob das uns später irgendwie was bringt, dass wir es jetzt spielen müssen eventuell. Schau mal. Da ist etwas. Wahrscheinlich ihr Vater. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Augen, Kopf, Brust, Bein, Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum fühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? War dein Bein ganz unten? Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das
Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Dann metzeln wir nieder. Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Sammle Wolfsbahn, sammle Hundepetersilie. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es Hundepetersilie ist. Nein. Wo soll man herkommen? Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Wir sind, glaube ich, von hier kommen, oder? Kann man den noch ausnehmen? Ne, den haben wir schon ausgenommen. Den haben wir auch schon ausgenommen. Den auch. Den auch. Mistelzweig. Da war gerade Wolfsding. Hier. Wolfsbann. Brauchen wir nochmal eins. Aber Hundspetersilie fehlt noch. Müssen wir gucken, dass wir die finden. Wolfsleber. Hundspetersilie. Und wir brauchen aber noch mehr Hundspetersilie. Einfach mal das kleine Mädchen da allein gelassen. Haarschleierling. Eigentlich brauchen wir die gar nicht. Okay, da sind wir runtergefallen, ja, oder? Das war die Pfütze, wo wir reingefallen sind. Haben wir hier noch irgendwo Hundspetersilie? Nee, das sind Pilze. Puiz. Da liegt noch was. Da liegt noch Gedärm. Da liegt ein Männerbein. Schön. Hundepetersilie. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Die Kleine ist ja sehr begeistert. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Wenn man da jetzt reinlauft, tut es dann weh. Wäre nicht das erste Mal. Kann ich speichern? Natürlich kann ich speichern, obwohl ich eigentlich nicht Geralt bin. Ich freue mich. Das hört sich jetzt nicht an. Wölfe! Versteck dich, rasch! Boah, mir wird gleich selber schlecht. Aua! Oh Mann. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Kann sein. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Oh cool, dass wir nur Hinweise zwischendrin sammeln können. Das freut mich. Jetzt gucken wir doch mal. Halt, da war doch dann noch irgend so Wolfskadaver. Was haben wir hier noch? Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Ich kann nicht mit dir reden. Wieso muss sie eigentlich ihre Tränke am Feuer machen oder Geralt macht es einfach im Inventar?
Okay. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Genau, schick das Kind voran! Damit es besser gefressen werden kann. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Ah, du Scheiße. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Na toll. Okay. Looten. Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Wir müssen zum Dorf. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Okay. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Ah, der blutige Baron. Mhm. Einige Stunden später. Sie können sich mal wieder waschen, die ist ja voller Blut. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Der sucht anscheinend seine Tochter. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Mhm. So schaut es aus. Krähenfels. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Natürlich, wir müssen was tun dafür. Gretka, wo ist sie jetzt? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Sag's mir, es ist wichtig, rede. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Na, vorhin hat er gesagt, wir sind dumm. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Warum sollte ich dir trauen? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine.
Nur mein Wort. Ja, wir müssen ja. Wir brauchen ja die Informationen über Ciri. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Alles klar. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie gesucht? Wie sehen sie aus? Ich hoffe, wir können die alle fragen. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Mhm. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Ja, man kann halt alles haben. Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Schlauer Mann. Haben deine Männer sie jemals belästigt? Gab es in letzter Zeit was Ungewöhnliches? Habt ihr Feinde? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne. Aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Na, mag ich nicht bezweifeln. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ja, okay. Dann brauchen wir Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Schwieriger Mann. Aber besorgter Mann. Also, es ist ja nicht so. Er ist ja. Du kannst jetzt nicht mehr speichern. Na, endlich! Ja, er möchte einfach eigentlich nur seine Frauen wiedersehen. Können wir ihn beklauen? Nicht wirklich. Ciris Zimmer, okay. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So ein Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Okay. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben.
Ich speichere mal vorsichtshalber, bevor ich den da jetzt ausnehme. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ist das Blut? Da ist definitiv was dahinter. Ich war es nicht. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. So, gut. Haben wir hier nur irgendwas? Nein. Wir gehen mal hier ein bisschen durch. Okay. Wir haben den Kerzenständer und wir haben das, aber wir haben das hier noch nicht. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Was für ein Bild? Was für ein... Ach, das hier. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja, ein Schrank. Auf der anderen Seite ist ein Schrank. Wenn ich dich sehe. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Also, anscheinend hat sich die Frau da drin versteckt. Wurde die angegriffen? Okay, da ist jetzt der Schaft. Okay, jetzt kann man das Blut anschauen. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Oh. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Oh, wir können einem Geruch folgen. Das ist ja cool. Okay. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich versuche hier gerade die Frau zu finden, du Arschloch. Entschuldigung, es konnte ich mal zu verkneifen. Jetzt Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist... Wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Spiel gespeichert. Okay. Der stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Ja, halt doch dein Gosch. Das ist der typische Schwabenscharm. Okay. Das ist jetzt das Zimmer der Tochter, wenn ich das richtig gesehen habe. Rostiger Schlüssel. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Aha, wir müssen ja. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Quest aktualisiert, Familienangelegenheit. Wir sollen ja jetzt hier, also hey Leute, ich bin ja noch nicht fertig, gell? Brief an Tamara. Lesen. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversionen und verabscheuenswürdigen Praktiken aller Art. Was haben wir hier noch? Straßenräuber. Durchweichte Nachricht. Oh, wo haben wir die neuen Nachrichten wieder her? So, wir suchen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Hier ist der Duft. Aha, ich
Ich wusste doch, dass es hier noch was gibt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass hier alles war. Naschwerk. Okay, dann gehen wir mal dahin. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemanden weh zu tun. Ah, eine Voodoo-Puppe. Hm. Achso. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemanden weh zu tun. Warum hat sie eine Voodoo-Puppe im Zimmer? Warum hat eine Frau wie sie eine Voodoo-Puppe im Zimmer? Wem wollte sie schaden? Okay. Hier ist jetzt bis auf diesen Geruch nichts mehr. Okay, den Geruch können wir wahrscheinlich auch verfolgen. Der geht ebenfalls. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Schnauze. Der geht ebenfalls wieder die Treppe runter. Ich verstehe bloß nicht, warum er hierher geht. Der geht da aber nicht rein. Mhm. Der geht hier nicht rein. Der bleibt hier kurz stehen. Was schnuffeln die immer alle an mir? Hol den Sonderling raus. Schnauze. Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Oh, so viel. Hm. Ich speichere nochmal. Nicht, dass sie mich jetzt doch hier. Aufnehmen. Mein Gott, ich stecke hier jeden Scheiß ein. Aber man muss ja alles mitnehmen. Okay, der Geruch geht hier auf jeden Fall weiter. Hey, übertreib's mal nicht. So. Da ist noch einer. Kommen wir da jetzt nicht hin? Wieso kommen wir da nicht hin? Okay, kommen wir nicht hin. In den Fässern ist jetzt nichts. Abgeschlossen. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel hierfür ist. Aufgeschlossen. Ah. Okay, haben wir geleert. Da ist nichts drin. Geleert. Ah, ha, ha, ha. Schön, und da brennt halt einfach mal Feuer. Hm, okay, nehmen wir mal auf. Ein Gebet. Lesen. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir mein Schicksal zu erfüllen. Klingt nicht gut. Klingt gar nicht gut. Bestrafe meinen Vater. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Der Vater war anscheinend nicht gut zu ihr. Und sie hat hier praktisch ihren Altar aufgebaut. Irgendwas muss doch gewesen sein. Wo kommen wir da hin? Das ist schön, wir können hier einfach mal alles aufnehmen. Wir borgen uns das alles nur aus. Wir werden wohl in nächster Zeit nicht mehr so wirklich verhungern. Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Lagerkiste, wo wir unsere Sachen einlagern können. Hä? Wo soll denn die hier sein? Da kommen wir gar nicht hin. Die muss dann scheinbar oben sein. Was gibt's hier noch?
Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Weniges Haufen, Junge. Ja, ich habe gerade gesehen, die Folge ist jetzt schon 30 Minuten lang. Ich würde sagen, wir klären in der nächsten Folge, klären wir den blutigen Baron auf, dass seine Tochter nicht so begeistert war von ihm. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall wieder mit vorbei und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und trinken bis wir, es wird schon Abend. Alles klar, machen wir gleich. Also dann, ade, wasche, tschüss.